die Südeuropa-Blitzer, Phil Bodrich, Tillewitzer-Blitzer und Uwe Grappel von Birne Lexington, der gestern gar nicht am Start war mit technischen Problemen. Eigentlich der schnellste Feld, würde ich sagen. Schaut mal, was heute dabei geht, aber dabei ist, es wird neu sortiert, die Fahrer sind nochmal startbereit. Kann das Team von Tillewitzer-Blitzer wieder gewinnen? Das ist die große Frage. Der Staub verfliegt aus der Kurve. Wir sind im Hexenkessel, wir sind bei Mega Waves, wir sind bei den Trabantunern und Marcel Schulter, der auf Platz 1 unterwegs ist, mit einem Fahrer. Ja, wir sind auf der 2. Knalle ist auf Platz 1 unterwegs, das Bombardier Brippisch führt weiter. Marcel Schottmann geht als erstes in die letzte Runde. Die Zielgerichter Pizza auf der 2. Und es ist ein Start-Sieg für das Bomberteam Brepisch. Marcel Schulper, Rocky auf der 2 für die Zielgerichter Pizza. Die Carlos auf den dritten Platz. Die Ziele mit dem Ordner 74 hier. Daniel Schenke, Daniel Schenke auf der 5. Der 6. Platz noch einmal für die Carlos. Und allein Probleme mit der Technik. Die Zielgerichter Pizza auf 6. Die Südolzer Pizza auf 7.